Knut Reinhardt ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Knut Reinhardt begann seine Laufbahn beim TUS 05 Quertingen und wechselte als D-Jugendlicher zu Bayern 04 Leverkusen. Im Alter von nur 17 Jahren bestritt er für die Werkself am 19. April 1986 gegen Bayern München sein erstes Bundesligaspiel und wurde wenig später Deutscher A-Jugendmeister. Nach einem Jahr in der Oberliga wurde er in der Saison 1987 88. Stammspieler bei Leverkusen. In dieser Zeit war er zudem für verschiedene Nachwuchsnationalmannschaften des DFB aktiv und wurde 1987 mit der U20-Nationalmannschaft. Wiese Weltmeister. 1988 gewann der defensive Mittelfeldspieler mit Bayer Leverkusen den UEFA-Pokal und kam im selben Jahr zu seinem ersten Länderspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft, wo er sich aber nie wirklich durchsetzen konnte. Insgesamt kam er in seiner Karriere bis 1992 auf sieben Einsätze im Nationalteam. Im Europapokal brachte er es auf insgesamt 50 Einsätze. 1991 verließ Reinhard Leverkusen und wechselte zu Borussia Dortmund. Mit dem BVB wurde er 1995 und 1996 deutscher Meister und gewann 1997 die Champions League und den Weltpokal. Nachdem er in Dortmund immer weniger zum Einsatz kam, wechselte er 1998 zum 1. FC Nürnberg. Dort konnte er auch nicht mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen und beendete im Jahr 2000 nach sieben Knieoperationen seine Karriere. Danach begann der gelernte Bürokaufmann Reinhard ein Lehramtsstudium an der Universität Dortmund. Nach dem Examen absolvierte Reinhard das Referendariat an der Grundschule Kleine Kielstraße in Dortmund und startete dort auch am 1. Februar 2009. Offiziell in den Schuldienst. Er ist heute Grundschullehrer mit der Fächerkombination Mathematik und Sport. Seit der Saison 2010-11. ist Reinhardt Jugendtrainer beim TSC Eintracht Dortmund. Aktuell zur Saison 2012-2013. trainiert Reinhard die u 12 dii vom Hombrocher SV. Privates Knut Reinhardt ist der leibliche Vater von Lasse Lehmann, den Jens Lehmann nach seiner Heirat mit Reinhardts ehemaliger Lebensgefährtin adoptierte. Des Weiteren hat er einen erwachsenen Sohn. Insgesamt ist er Vater von vier Kindern.